Und ich eröffne die Aktuelle Stunde, die entwickelt worden ist aus der Fragestunde, aus der Frage Nummer 5, die ich noch einmal in Erinnerung rufe. Hier ging es nämlich um die Vorlage eines Ausstiegsfahrplans für russische Öl- und Gasimporte. Wann legt die Bundesregierung einen konkreten Ausstiegsfahrplan für russische Öl- und Gasimporte vor, wie vom Deutschen Bundestag beschlossen? Die CDU-CSU hat zur Antwort auf diese Frage eine Aktuelle Stunde verlangt. Das entspricht der Nummer 1b der Richtlinien für die Aktuelle Stunde. Das Wort hat, ich habe die Liste jetzt natürlich nicht, weil die gerade kopiert wird, aber ich meine, dass das Wort der Kollege Jung hat für die CDU-CSU-Fraktion, richtig? Ja. Richtig. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es Ihre Auffassung ist, will ich Ihnen nicht widersprechen, sondern jetzt gerne sprechen und möchte doch vorneweg nach den Aufgeregtheiten, die es gerade gegeben hat, darauf hinweisen, dass wir hier nicht etwa Parlamentsrechtsgeschichte schreiben, sondern es ein völlig normaler Vorgang ist, dass aus einer solchen Befragung sich eine Aktuelle Stunde entwickelt. Die Aktuelle Stunde heißt Aktuelle Stunde, weil sie sich mit aktuellen Fragen beschäftigt. Und offenkundig haben wir Gesprächsbedarf zur Gasumlage. Wir melden den seit vielen Wochen an, aber der hat mit dem heutigen Tag eine neue Qualität bekommen. Heute haben Sie, Herr Minister Habeck, mitgeteilt, dass Uniper verstaatlicht werden soll. Und es verändert die Geschäftsgrundlage für die Bewertung der Gasumlage noch einmal mehr. Wir haben, Herr Kollege, wir haben selbstverständlich nach der Gasumlage gefragt. Wir haben die Gasumlage thematisiert. Wir werden morgen die Aufhebung der Gasumlage in namentlicher Abstimmung betragen. Und das haben wir bereits vor der Ankündigung der Verstaatlichung gemacht. Aber mit der Verstaatlichung ist erst recht klar, diese Gasumlage muss weg. Sie war von vornherein völlig falsch aufgegleist. Sie ist in der Umsetzung total verkorkst. Und mit der Verstaatlichung ist sie auch rechtlich infrage gestellt, aber jedenfalls politisch nicht haltbar. Und das ist ja, Herr Minister, schon bemerkenswert. Sie haben heute öffentlich und im Ausschuss erklärt, das müsse jetzt finanzverfassungsrechtlich geprüft werden. Diese Prüfung würde noch andauern. Da würden sich jetzt genau diese Fragen stellen. Ja, das ist so. Wenn ein Unternehmen Staatsunternehmen wird, dann kann nicht eine Umlage Bestand haben, die eine Verteilung zwischen Privatunternehmen vorgesehen hat. Es gibt kein Steuererfindungsrecht für Staatsunternehmen. Da gilt das Grundgesetz. Da gilt unsere Verfassung. Und es ist ja schon nun bemerkenswert, dass diese Frage zwar berechtigt ist in der Bundesregierung, aber der federführende Finanzminister sagt, diese Frage ist geklärt, die Gasumlage geht. Und Sie als der Erfinder der Umlage sagen, nein, nein, es muss noch geklärt werden. Ich sage Ihnen, Sie werden zwar morgen unseren Antrag ablehnen. Das sind aber Ihre Absatzbewegungen der Gasumlage. Die Geister, die Sie riefen, die wollen Sie loswerden, weil Sie merken, dass es nicht funktioniert. Sie sprechen jetzt von einer Brücke. Es war doch bisher auch schon zeitlich befristet. Eine Brücke, wohin denn? Bis die Verstaatlichung umgesetzt ist, nach Ihrer Auffassung in 3 Monaten oder so. Es zeigt, die Gasumlage ist der große Elefant im Raum der Ampel. Sie wissen, sie ist vor die Wand gefahren, aber keiner spricht es heute offen aus. Und das galt von Anfang an. Sie halten sich mit dem Beschluss für diese Gasumlage nicht an Ihr eigenes Gesetz. In Ihrem eigenen Gesetz haben Sie eine Priorisierung vorgesehen. Sie haben gesagt, da muss erst einmal geprüft werden, ob man Unternehmen stützen kann. Und nur wenn es durch eine Stützung alleine nicht ausreicht, dann gibt es eine zweite Stufe, und die könnte die Gasumlage sein. Sie haben aber bis zum heutigen Tage, auch heute nicht, nie überzeugend transparent dargelegt, warum eine Stützung notleidender Unternehmen nicht ausreichend wäre, um in dieser Krisensituation Schieflagen abzuwenden, den Gasmarkt am Funktionieren zu halten. Bis heute nicht transparent vorgelegt, stattdessen den zweiten Schritt gemacht und den verkorkst. So geht es nicht, und deshalb muss es aufgehoben werden.
Und in Ihrem eigenen Gesetz schreiben Sie aber, das muss alles ganz transparent dargestellt werden. Ja, ist unsere Meinung als Opposition. Wir wollen, dass es transparent dargelegt wird. Bis zum heutigen Tag weiß aber kein Mensch, wie diese Gasumlage berechnet ist. Herr Minister Habeck, Sie machen daraus ein Staatsgeheimnis. Sagen Sie uns, wie sie berechnet wurde, und sagen Sie uns, warum sie denn genauso hoch bleiben soll nach Ihren Vorstellungen, wenn Sie die, die Sie Trittbrettfahrer nennen, die Gasumlage bekommen sollen, Herr Kollege, obwohl sie satte Gewinne machen, obwohl Aktionäre Dividenden bekommen, obwohl Mitarbeiter Prämien erhalten, die sollen die Gasumlage bekommen. Und das ist nicht in Ordnung. Und wenn Sie die jetzt rausschmeißen, Sie haben ja noch gar keinen Vorschlag dafür vorgelegt, aber wenn Sie die rauswerfen, dann muss doch auch die Höhe sich ändern. Legen Sie es transparent dar, ist nicht passiert. Und was wir uns fragen, Sie haben den ganzen Sommer unter dem Eindruck unserer Kritik immer wieder angekündigt, ja, wir müssen nachbessern. Wir haben vergessen, bei den Festverträgen das im Gesetz zu regeln. Wir haben es vergessen bei der Fernwärme. Wir haben das mit den Trittbrettfahrern nicht gesehen. Das muss alles nachgebessert werden. Wir werden eine Revision des Energiesicherungsgesetzes vorlegen. Und da ist dann alles drin. Da wird alles nachgebessert. Jetzt ist dieses Gesetz da. Es ist diese Woche im Bundestag. Wir haben reingeschaut. Nichts davon ist drin. Nichts davon ist drin. Die lang angekündigten Nachbesserungen sind nicht in Ihrem Gesetz. Und auch das ist ein Indiz. Diese Gasumlage wird nie kommen, weil so wie Sie es aufgegleist haben, funktioniert es nicht. Kollege? Und deshalb stimmen Sie morgen unserem Antrag zu. Folgen Sie unseren Argumenten. Kollege? Wir haben den besseren Weg. Das Wort hat der Kollege Bernd Westphal für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir befinden uns in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation. Und ich glaube, die Dimension ist so, dass wir seit 1945 so eine Situation noch nie hatten. Und wir haben aus der Fragestunde heraus diese Aktuelle Stunde nun, aber der Vorredner von der Union hat diese Frage, die da steht, Gas- und Ölimport, überhaupt nicht erwähnt in seiner Antwort hier, sondern hat sich konzentriert auf die Frage, ob wir die Gasumlage nun bekommen oder nicht. Ich will Ihnen mal sagen, diese Bundesregierung ist in einem Krisenmanagement, wo alle Ministerinnen und Minister verdienen, Unterstützung zu bekommen. Das ist eine der schwierigsten Situationen, die wir bisher hatten in unserem Land. Und deshalb kann man natürlich solche Aktuellen Stunden hier aufsetzen. Sie sind aber nicht im Kern geeignet, die großen Probleme, die wir haben, zu lösen. Und deshalb will ich Ihnen sagen, dass diese Regierung handlungsfähig ist. Wenn wir dem gefolgt sind, was Sie gefordert haben, Herr Merz, dass wir schon im Frühjahr ein Gasembargo gegen Russland verhängt hätten, hätten wir die Situation schon viel verschärfter gehabt vor einem halben Jahr. Und deshalb war es richtig, daran festzuhalten, zu sagen, wir müssen die Versorgungssicherheit, ja, Herr Merz, da waren Sie leider nicht im Film, wir müssen die Versorgungssicherheit garantieren. Und jetzt merken wir, dass wir eine Verschärfung haben, wo das, was in Gang gebracht worden ist, genau die richtigen Antworten waren, nämlich eine Gasförderstruktur aufzubauen, die die Pipeline und die LNG-Terminals an den Häfen ermöglicht. Und diese Investitionen, diese Genehmigungen sind relativ schnell in diesem Parlament beschlossen worden. Die Umsetzung, Genehmigung erfolgt. Und deshalb haben wir jetzt eine Alternative zu dem Pipeline-Gas aus Russland. Und wir haben natürlich mit unseren europäischen Freundinnen und Freunden die Möglichkeiten genutzt, dass wir auch die Importe aus anderen Ländern, aus Frankreich, aus Benelux, aber auch aus Norwegen verstärkt haben. Und deshalb ist zum Beispiel so eine Maßnahme, indem man die Gasfüllstände in den Gasspeichern untertägig in Norddeutschland auch gesetzlich flankiert hat. Und deshalb können wir jetzt aus einer Gasspeicherlage, wo fast 90% der Kapazitäten gefüllt sind, in diesen Winter gehen. Und das ist etwas, was diese Regierung auf den Weg gebracht hat. Wir unterstützen die Unternehmen, die energieintensiven Unternehmen,
Und diese Programme werden erweitert. Das ist angekündigt worden, weil natürlich jeder in seinen Gesprächen merkt vor Ort, dass wir mit einer Abhängigkeit in den Unternehmen von Öl und Gas jetzt die Situation haben, dass mit diesen Preisen keine Wettbewerbsfähigkeit mehr dargestellt werden kann. Und deshalb wird das flankiert. Unternehmen können Leistungen beantragen, die werden erweitert. Das Ministerium ist dabei, die Infrastruktur der Beantragung zu erweitern. Und deshalb werden wir auch hier Absicherungen treffen, dass unsere ökonomische Basis, die wir haben, nicht gefährdet wird. Und ich will Ihnen sagen, aus der Erfahrung der letzten Jahre, wo wir zusammen in der Regierung waren und zu Corona-Pandemie-Zeiten ja auch Hilfsprogramme auf den Weg gebracht worden. Es ist doch nicht zu Beginn der Pandemie alle Unterstützungsprogramme bis zuletzt durchdekliniert worden, sondern wir haben immer die Situation gehabt, wo wir anpassen mussten, wo wir neu justieren mussten. Corona-Hilfe 1, 2 und 3, Sie wissen das doch aus Ihrer Erfahrung selber. Und deshalb ist das, was die Regierung macht, angepasst an der aktuellen Situation nachzusteuern, genau die richtige Politik. Was unser Land stark macht und auszeichnet, als vierte größte Wirtschaftsnation der Welt ist, dass wir eine gute Politik haben, eine stabile Regierung, dass wir eine Industrie und innovativen Mittelstand haben. Na ja, gut, Sie werden ja gleich noch genug Redezeit haben, um zu überlegen, wie Ihre Konzepte sind. Das habe ich eben nur fokussiert auf eine Gasumlage gehört, die im Grunde gar nichts damit zu tun hat, was wir da alles regeln müssen im Moment. Also von daher macht unser Land das stark, dass wir innovative Unternehmerinnen und Unternehmer haben, die in einer Transformation sind, die für Sicherheit sorgen mit Investitionen in Zukunftstechnologien, genau um die Abhängigkeit von fossilen Energien zu reduzieren. Das ist der Weg in die Zukunft und nicht Laufzeitverlängerung, wie Sie es wollen. Vielen Dank. Rainer Kraft hat das Wort für die AfD. Verehrte Präsidentin, verehrte Kollegen, ja, Herr Jung, wunderbar, dass Sie sich Gedanken machen um die Gasumlage und wie sie kommen soll. Ich habe sehr gute Nachrichten für Sie. Die AfD-Fraktion wird heute Abend noch über einen Antrag von uns debattieren, in dem die Gasumlage neu geregelt werden soll. Denn auch wir haben erkannt, dass die Gasumlage, so wie sie vom Ministerium geplant worden ist, so nicht kommen kann. Wir freuen uns, dass Sie das genauso sehen. Vielen Dank dafür. Kommen wir zu einem Thema, was auf die Frage Nummer 5 vom Kollegen Gebhardt zurückgeht, nämlich zur Frage, wann und wo Gas und Öl wieder gestoppt werden sollen mit den Lieferungen. Erste Vorbemerkung, das Energieembargo war keine gute Idee. Und das merkt man auch daran, dass die arroganten, hochnäsigen Reden der EU-Kommission und anderer mittlerweile verstummt sind. Wir sehen in Viborg oben, dass Russland das Gas lieber verbrennt zurzeit, als es uns zu liefern. Das, okay, Sie brauchen es trotzdem. Bringen Sie mich nicht aus dem Konzept hier. Und jetzt kommen wir zum Ölembargo und zu dem, was der Herr Minister und sein Staatssekretär gesagt haben. Sie haben jetzt die Pizzeker Schwedt unter Treuhand gestellt. Das ist natürlich eine Sache, die kommen musste, denn der Betreiber Pizzeker Schwedt hat kein Interesse daran, alternative Lieferrouten, die nicht über die Druzhba-Pipeline laufen, zu machen. Ist verständlich, ist ein russischer Konzern, erhält zum russischen Staat. Insofern war es klar, dass dieser Konflikt kommen musste. Aber die Lösungen, die angedacht sind von Ihnen und vor allem auch von Ihrem Staatssekretär und der im Ausschuss präsentiert worden sind, sind absolut ungenügend. Sie haben jetzt mit der Begründung die nächsten 3 Monate gesichert von der Raffinerie, weil andere Sublieferanten und Partner nicht mehr mit dieser Raffinerie leben wollen. Sie haben nach wie vor kein Konzept, wie es ab dem 1. Januar in Schweden weitergehen soll. Die Pipeline aus Rostock ist ungenügend, um die Produktion in Schweden aufrechtzuerhalten. Der Neubau, die Ertüchtigung einer neuen Pipeline dauert, gemäß Ihrem Staatssekretär im Ausschuss heute gesagt, mindestens 2 Jahre. Das heißt, wir reden hier von Anfang 25, bis dort wieder Ertüchtigung stattfinden könnte. Dass Sie dem PCG, dem original russischen Betreiber, nicht sagen, wie Ihre Pläne ausgesehen haben, ist ja soweit okay. Aber ich habe erwartet, dass Sie jetzt, wo Sie es in der Treuhand gestellt haben, die Schublade aufmachen und Ihren Versorgungsplan rausholen. Die Versorgung, wie Sie 100% oder eine ausreichende Auslastung der Raffinerie PCK Schwedt sicherstellen können. Über die Schiene, über das Wasser oder den Fluss hinauf oder mit Lastwagen. Aber nichts davon ist bislang gekommen. Nur die Ankündigung, dass Sie in 2 Jahren eine Pipeline bauen werden. Das heißt, am 1.1. werden offensichtlich in Schwedt die Lichter ausgehen. Und dann kommen die anderen Dinge, die Ihnen vorgeschwebt haben, nämlich die Ertüchtigung zu anderen Standorten, die mit Raffinerien nichts zu tun haben, wie Wasserstofferzeugung.
Ein kompletter Bruch einer Produktionskette an einem traditionellen Standort, der mit den traditionellen Produktionen dort nichts zu tun hat und wo viele Leute nicht sicher sein können, dass ihre berufliche Ausbildung danach noch gebraucht wird. Das ist auch wieder nur einmal ein Beispiel von Ihnen, dass Sie viel Geld in die Hand nehmen, um Probleme, die Sie selbst verursacht haben, auf Steuerzahlerkosten zu lösen. Zur Energie im Allgemeinen. Ja, die Gasspeicher sind voll. Der Herr Westphal war voll des Lobes wieder für 90%. Ja, aber 90% von was? Die Gasspeicher haben nämlich ungefähr 30% der Jahreskapazität. Also 90% von 30% sind 27% der Jahreskapazität, befinden sich gerade mit Milliarden in den Speichern. 27% vom Jahr sind ungefähr 3,5 Monate. Das muss aber wirklich ein kurzer Winter sein. Und da sind wir bei den Ankündigungen unseres Wirtschaftsministers. Wir hoffen auf einen milden Winter, damit wir eine Chance haben, hier durchzukommen. Was impliziert natürlich, dass, wenn wir keine milden Winter haben, dass wir keine Chance haben werden, hier durchzukommen. Das ist Energiepolitik auf dem Niveau eines Schwellen- und Entwicklungslandes und eines Industrielandes unwürdig. Zweitens die LNG-Terminals. Wir haben zur Hochzeit, und ja, es war zu viel und die Abhängigkeit war schlecht, 55 Milliarden Normkubikmeter Gas durch die Pipeline aus Russland bekommen. Jetzt haben wir LNG-Terminals. Die Kapazität eines LNG-Terminals pro Jahr sind 5 Milliarden Normkubikmeter. Nach Adam Riese braucht man also 11 LNG-Terminals und Regasifizierungseinheiten, um die Kapazität russischen Pipeline-Gases zu kompensieren. Wir haben 3, wenn das in Hamburg gebaut wird und nicht pleite geht. Dann haben wir 3, das heißt, die Kapazität ist schon nicht ausreichend. Und dann kommen wir zu der entscheidenden Frage, selbst wenn Sie die LNG-Terminals gebaut haben und selbst wenn Sie sie anschließen an das deutsche Gassystem, dann ist die Frage, wie viel Kontrakte ist unterschrieben, wie viel LNGs wird irgendwo auf der Welt in Tanker gepackt, über die Meere gefahren, damit es in deutschen LNG-Terminals angelandet werden kann, um ins deutsche Gasnetz eingegast zu werden durch Regasifizierung. Davon hört man nichts. Ein LNG-Terminal allein bringt keinen einzigen Kubikmeter. Kommen wir zu den anderen Dingen, die wir brauchen. Herr Habeck, Sie und Ihr Ministerium haben viel Zeit verschwendet. Am 24. Februar war klar, dass wir in einen Konflikt mit unserem großen Energielieferanten Russland kommen. Sie haben bis zum Juli gebraucht, bis Sie es erlaubt haben, dass wir weitere Kohlekraftwerke anheizen, um Strom zu machen, der Gas ersetzt. Sie weigern sich nach wie vor, Kernkraftwerke weiterzulaufen zu lassen. Sie wollen offensichtlich auch ab 1.1. weiterhin Gas verbrennen und weiterhin Gas verstromen, weil nur ja die grüne Befindlichkeit nicht gestört werden darf, dass Sie weiterhin Kernkraftwerke betreiben. Das heißt, zu wenig, zu spät. Und immer Rücksicht nehmen auf die grüne Seele, weil ja wieder Wahlen in Niedersachsen anstehen. Aber wir werden sehen, was nach der Wahl in Niedersachsen von Ihren ganzen Ankündigungen noch übrig bleiben wird. Vielen Dank. Für die Bundesregierung hat das Wort der Bundesminister Dr. Robert Habeck. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Unionsopposition, ich rede total gerne hier und ich komme auch jederzeit, ich kann mich nur nicht klonen, ich war gerade im Haushaltsausschuss auf Bitten der Union und habe erzählt, was es mit den Details der Juniper-Rettung oder Verstaatlichung auf sich hat. Und Ihre Kollegen waren konsterniert, dass ich abberufen wurde. Ich glaube, Sie müssen da ein paar Sachen untereinander klären. Es gibt ja Telefone dafür. Aber das ist nicht mein Hauptpunkt. Mein Hauptpunkt ist, ich zitiere mit Verlaub der Präsidentin aus der Frage, die zu dieser Aktuellen Stunde geführt hat. Ich zitiere unter 5 den Abgeordneten Gebhardt. Die Frage lautet, wann legt die Bundesregierung einen konkreten Ausstiegsfahrplan für russische Öl- und Gasimporte vor? Ist Ihnen aufgefallen, dass Russland kein Gas mehr liefert? Dass die politische Situation also nicht ist, dass wir uns ein Embargo ausgedacht haben, sondern dass Putin den Gashahn abgedreht hat. Sie sollten zumindest überlegen, was die Wirklichkeit an Aufgaben stellt, wenn Sie schon nicht bereit sind, die Antworten auf die Wirklichkeit zu akzeptieren. Zur Beantwortung dieser Fragen, und ich gehe gleich auf die Gasumlage und die damit verbundenen Debatten ein. Ein Wort zu Schwedt. Es gab vom rechten Rand unter anderem die Forderung, kein Embargo für Schwedt. Was sehen wir, was im Moment passiert? Es gibt ja kein Embargo. Es kann russisches Öl aus der Druzhba-Pipeline raffiniert werden in Schwedt. Aber niemand oder immer weniger wollen es haben. Es gibt Versicherungen, die nicht mehr versichern.
Es gibt Geldgeber, die kein Geld mehr geben. Es gibt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich zurückziehen. Es gibt Abnehmer, die nicht mehr abnehmen wollen. Das nicht wegen meiner Politik, sondern wegen Öl von Putin, das im europäischen Markt nicht mehr gefragt ist. Das Zögern und das Nicht-Agieren hat Schweden in diese Situation geführt. Und das ist im Übrigen auch die Begründung, warum wir eine Treuhand eingesetzt haben. Denn die Begründung zur Einsetzung einer Treuhand kann ja nur sein, dass wir die Energieversorgung im staatlichen Auftrag sicherstellen, weil die sonst nicht anders sicherzustellen wäre, weil der Markt sonst kollabiert wäre wegen der Overcompliance in Schweden. Dann lassen Sie mich zur Gasumlage kommen und auf die Fragen des persönlich sehr geschätzten Kollegen Jung eingehen. Die sogenannten Trittbrettfahrer, also die Unternehmen, die von der Gasumlage profitieren, obwohl sie Gewinne machen, machen einen Anteil der Gasumlage von ungefähr 8% aus. Das ist nicht nichts, aber es ist nicht so, dass die Berechnung, die ja auf eine Preisprojektion abgezielt hat, jetzt sofort korrigiert werden müssten. Die Systematik der Gasumlage, wie mehrfach im Ausschuss erläutert, ist, dass sie quartalsweise justiert wird, mit Blick auf die Preise. Das kann auch vorgenommen werden im Januar. Das ist aber auch die Antwort, warum diese 8% jetzt nicht den großen Unterschied machen. Zweite Antwort. Wie wird die Gasumlage berechnet? Auch das mehrfach dargestellt. Die Unternehmen, die berechtigt sind, stellen Anträge. THE prüft diese Anträge auf Plausibilität und daraus errechnet sich dann gestreckt über den Zeitraum, bis wann die Gasumlage erhoben werden kann, Ende Winter 2024 die Summe, die dann im Durchschnitt erhoben werden soll. Sie kann also nach oben wie nach unten korrigiert werden. So auch vorgesehen. Und die Systematik und die Logik ist denkbar klar und auch mehrfach erläutert. Dritter Punkt, die rechtliche Bewertung, wenn ein Unternehmen in staatlicher Hand gerät, wie jetzt Uniper, beziehungsweise es ist ja noch nicht in staatlicher Hand, das wird ja noch ein paar Wochen, wahrscheinlich 2 bis 3 Monate dauern, ist berechtigt und muss streng erfolgen. Und dass sich diese Frage stellt, dass eine verfassungsrechtliche Normenprüfung erfolgen muss, ist richtig und ist notwendig. Es ist eben ein Unterschied, ob ein staatliches Unternehmen eine Umlage bekommt oder ein mehrheitlich privat gehaltenes Unternehmen. Das Verfahren ist die Ressortbezeichnung zu der Umlage, denn wir haben heute Morgen oder heute die Ressortbezeichnung zu diesen genannten Punkten in das Kabinett gebracht und im Rahmen dieser Ressortbezeichnung wird diese Klärung dann erfolgen und dann entsprechend geklärt werden darüber. Lassen Sie mich ganz kurz einmal darauf eingehen, was Ihre Forderung ist und vielleicht darf ich den weiteren Rahmen fassen. Ich erinnere mich daran, wie wir, damals war ich Parteivorsitzender, während der letzten 2,5 Jahre diskutiert haben, wie wir uns politisch verhalten in Zeiten einer nationalen Krise, Corona. Und wir waren damals in der Opposition und uns hat vieles nicht im Detail gepasst, was Sie verantwortet haben, auch die jetzigen Koalitionspartner. Wir haben gesehen, dass Solo-Selbstständige nicht genug bedacht wurden. Wir haben gesehen, dass nicht schnell genug Vorsorge geschaffen wurde. Wir haben gesehen, dass Kinder und Alleinerziehende nicht berücksichtigt wurden und so weiter, dass die Förderprogramme nicht ausreichten. Das haben wir immer wieder im Detail kritisiert. Aber wir haben, wenn es darauf ankommt, immer die Verantwortung gesucht. Wir haben Ihre Politik, obwohl wir abgewichen sind, in der Sache immer wieder unterstützt. Jetzt haben wir eine Situation, Corona ist ja noch nicht vorbei, wo sich die multiplen Krisen aufschaukeln drohen, wo wir hohe Inflation haben und gleichzeitig die Drohung einer Rezession. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss-weg-Opposition. Was ist denn das für eine Antwort? Fragen Sie mich mal, was mir alles nicht gefällt und was ich mir wünschen würde, was alles weg muss. Aber das ist doch keine Politik. Was kommt denn stattdessen? Was ist denn die Antwort darauf? Und wenn Sie sich schon entschieden haben, nicht konstruktive Opposition zu sein, dann sollten Sie wenigstens die Traute haben, zu Ihren eigenen Anträgen auch Wahrheit und Ausbruch zu geben. Und das tun Sie nämlich nicht. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, anderes Geld aufzunehmen, aber dann müssen Sie sich hier herstellen und sagen, statt der Gasumlage wollen wir jetzt sofort etwa 35 Milliarden Euro aufnehmen oder die Unternehmen kapitalisieren. Das tun Sie aber nicht. Sie stellen sich ja hin mit plumpen Forderungen. Dann seien Sie wenigstens ehrlich. Und diese Ehrlichkeit, die vermisse ich in dieser Debatte. Die Ehrlichkeit und die Verantwortungsbereitschaft.
Sie haben sich für einen Weg entschieden. Ich glaube nicht, dass es der richtige ist. Von der Fragestellung, die falsch ist, die quasi, wenn ich das sagen darf, unterstellt, als würde die Bundesregierung ein Gasembargo verhängen, wo wir uns bewusst dagegen ausgesprochen haben, von einer falschen, eine falsche Wirklichkeit insinuierende Fragestellung bis zur Verweigerung einer Antwort. Stellen Sie sich ja hin, holen die Abgeordneten aus den Kammern hervor, um keine Antwort zu geben. So stelle ich mir Opposition nicht vor. Dankeschön. Die Linke hat nun der Kollege Alexander Ulrich das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Jung, wir schreiben heute keine Parlamentsgeschichte, aber die Union macht sich schon lächerlich. Eine Aktuelle Stunde zu beantragen aus der Befragung heraus, obwohl man selbst eine Aktuelle Stunde schon beantragt hatte, wo man das Thema unterbringen konnte, und morgen auch noch den Antrag zur Gaspreisumlage hier im Bundestag hat. Also lächerlicher kann man sich nicht machen. Also ohne Quatsch, das war jetzt keine große Stunde dieser Oppositionsfraktion. Und ganz nebenbei ist Ihnen hin und wieder mal klar geworden, dass wir mit vielen Problemen schon weiter wären, wenn jetzt 16 Jahre lang gerade von Ihrer Fraktion, Ihrer Regierung, der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht blockiert worden wäre. Sie kämpfen heute noch um jedes Windrad, Sie kämpfen heute um die Verlängerung der Kernkraftwerke und machen sich hier einen breiten Fuß. Also besser hätten Sie heute nichts gesagt. Aber, Herr Minister Habeck, Sie machen es natürlich auch der Opposition ein Stück weit leicht. Ich zitiere Sie, Sie haben diese Woche irgendwann auch gesagt, wenn beim Gassparen alles gut geht und wir Glück mit dem Wetter haben, dann haben wir eine Chance, gut durch den Winter zu kommen. Kann sein, dass das ehrlich war, aber Deutschland braucht keinen Minister, der glaubt und hofft und nach Glück sucht, sondern wir brauchen einen Minister, der macht. Und das ist das Entscheidende. Deutschland braucht in diesen Tagen einen Minister, der macht. Und Herr Habeck, da haben Sie zurzeit wenig geliefert. Wir haben heute Morgen gerade im Wirtschaftsausschuss des Bundestags darüber geredet, was passiert denn mit den Unternehmenshilfen. Ich glaube, 3.500 Anträge sind bis jetzt gestellt worden, noch keine 40 sind zur Auszahlung gekommen. Jeden Tag, den wir hier verschenken, gehen Betriebe in Insolvenz, ob Sie das verstehen oder nicht. Jeden Tag, wo wir hier verschenken, gehen Hunderttausende Arbeitsplätze in die Gefährdung. Viele Unternehmen wissen nicht, wie sie über den Winter überstehen, die wissen nicht, wie sie im nächsten Monat produzieren wollen. Und von dieser Bundesregierung wird Woche für Woche dieses Thema verschlafen. Wir brauchen ganz dringend endlich schnelle und unbürokratische Unternehmenshilfen, um die nächsten Wochen und Monate zu bestehen. Und Herr Habeck, Sie haben jetzt gesagt, die Union macht es sich einfach und sagt Gaspreisumlage weg. Wir haben das als Linke seit der ersten Stunde gesagt. Wir sagen, wir können in einer Situation, wo die Energiepreise so durch die Decke gehen, können wir nicht weiter die Verbraucher und die Unternehmen mit dieser Umlage versehen. Deshalb haben wir von Anfang an gesagt, dieser Gaspreiszuschlag muss weg. Da haben Sie eben die Union ja kritisiert, dann sollen Sie sagen, wo die 35 Milliarden herkommen. Ich sage Ihnen das mal ganz ehrlich, wer in dieser Krise nicht versteht, dass sie ähnlich oder sogar größer ist wie Corona und immer noch an der Schuldenbremse festhält, hat nicht verstanden, was jetzt getan werden muss. Die Schuldenbremse muss weg, die muss ausgesetzt werden ein weiteres Jahr, dann hätten wir die 35 Milliarden auf andere Art und Weise, um die Verbraucher und die KMUs zu unterstützen. Das wäre die richtige Antwort und Sie müssen, ob Sie wollen oder nicht, Sie müssen mit der FDP jetzt langsam mal in der Bundesregierung Tacheles reden. Denn eine FDP, die weiterhin die Schuldenbremse einhalten will, in einer Situation, wie Sie selbst beschreiben, hohe Inflation und Rezessionsgefahren, der versündigt sich an den kommenden Generationen. Denn jedes Unternehmen, das in Deutschland abwandert, jedes Unternehmen, das pleite macht, jedes Unternehmen, das sich jetzt fragt, warum ist in Amerika der Gaspreis 10-mal geringer wie bei uns, diese Unternehmen, wenn sie weg sind, sind sie nicht mehr da und die kommenden Generationen werden diese Arbeitsplätze leider suchen. Deshalb, die FDP versündigt sich mit ihrer Schuldenbremse an der Zukunft dieses Landes. Und Herr Habeck, wir müssen jetzt auch langsam tatsächlich, Sie haben nicht mehr lange Zeit, Sie müssen jetzt langsam liefern
und die Unternehmenshilfen können nicht mehr lange auf sich warten. Wir haben Ihnen heute Morgen ja die Frage auch im Wirtschaftsausschuss gestellt. Wo kommen die Milliarden her? Sie haben es nicht so richtig beantwortet. Sie haben gesagt, ja gut, entweder müssen wir die Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben irgendwo anders einschränken. Ja, wo wollen Sie denn sparen, um die zusätzlichen Unternehmenshilfen zu bezahlen? Ich sage noch einmal, die aktuelle Haushaltsplanung für 2023 wird nicht halten. Sie wird den Herausforderungen nicht gerecht. Und da muss diese Bundesregierung endlich liefern. Und ganz nebenbei, der Bundeskanzler hat im Februar bereits gesagt, die Sanktionen dürfen uns nicht härter treffen wie den Putin oder Russland selbst. Und ich glaube, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, dass wir jetzt auch jeden Tag spüren, dass diese Sanktionen uns schon härter treffen als Putin. Und deshalb muss man auch die Sanktionspolitik hinterfragen. Denn es ist doch wirklich so, dass Gazprom weiterhin sehr super Geschäfte macht, während wir nicht mehr wissen, oder die Bürgerinnen und Bürger da draußen, wie sie ihre Gasrechnungen bezahlen sollen. Das heißt, wir dürfen nicht nur darüber nachdenken mit Entlastungspaketen, wie wir die am Schluss wieder die Pflaster draufsetzen, sondern wir müssen auch die Sanktionspolitik hinterfragen, denn die schadet uns mehr als Russland. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun Dr. Lukas Köhler das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dass die Linke sich mal hier hinstellen würde und amerikanisches Fracking-Gas gut finden würde, das wundert mich schon sehr. Also, da muss ich sagen, dass Sie hier Verteidigung für Amerika vorbringen. Ich hätte andere Politik von Ihnen erwartet, zumindest gedacht, dass Sie das anders formulieren, aber machen Sie ruhig. Aber einen Punkt haben Sie ja richtigerweise ausgeführt. Wir haben eine reale Knappheit am Gasmarkt. Der Gaspreis in Deutschland ist so hoch, weil er real knapp ist. Und das ist eine Herausforderung. Das ist aber keine Herausforderung, weil wir zu wenig fördern. Das Problem ist, ja, wollen wir auch, aber das Problem ist, dass Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und dass aufgrund dieses Krieges Gas knapp ist. Meine Damen und Herren, wir reden ja nicht im luftleeren Raum, sondern natürlich ist es an der aktuellen Situation Putin schuld. Da bringt es auch kein Biegen und Brechen. Aber reale Probleme heißen, wir brauchen auch reale Lösungen. Und liebe Union, ein bisschen mehr marktwirtschaftliches Verständnis von Ihnen hätte ich schon erwartet. Was Sie hier vortragen, dass Sie sich hier hinstellen und sagen, na ja, bei den realen Problemen, das Einzige, was uns einfällt, ist heute Markus Söder, der die Schuldenbremse in Frage stellt. Das Einzige, was Ihnen einfällt. Keine marktwirtschaftliche Lösung, kein Ansatz, keine Alternative dazu, wie Sie die Gasumlage denn anders gestalten wollen würden. Das hätte ich von Ihnen, Herr Jung, bei Ihrer Verantwortung, die Sie hier mittragen, hätte ich von Ihnen erwartet, dass Sie hier sich hinstellen und sagen, das ist eine bessere Alternative. Nichts kommt dazu. Nichts. Und jetzt sagen Sie, na ja, Uniper wird gerettet, es wird zu einem Staatsunternehmen. Für kurze Zeit, das geht natürlich wieder zurück in den Markt, es wird sogar übertragen, wenn man mal sich überlegt, das kommt von einem schwedischen Staatsunternehmen, geht über Deutschland und wird dann ein marktwirtschaftliches Unternehmen. Da freue ich mich drauf. Dass wir mehr Markt schaffen, mehr Privatisierung ist eigentlich gut. Aber, meine Damen und Herren, dass wir in dieser Situation nur dadurch, dass wir Uniper jetzt retten, um den Gasmarkt stabil zu halten, weil eine weitere Disruption des Gasmarktes würde ja nicht dazu führen, dass irgendetwas besser wird, sondern wenn jetzt Uniper pleite gehen würde, würde das einen Ripple-Effekt, einen Kaskadeneffekt im Markt haben und das würde zu noch mehr Problemen führen. Deswegen ist es richtig, dass Robert Habeck sich hinstellt, dass die ganze Bundesregierung sich hinstellt und sagt, wir retten dieses Unternehmen in einer schweren Krise. Aber es ist genauso richtig, dass die Preise ja weiterhin bestehen bleiben. Und falls Sie das Prinzip der Gasumlage noch nicht so ganz durchdrungen haben, das Problem ist doch, dass Gasanbieter aktuell Langfristverträge haben zu ganz anderen Preisen, als die am Spotmarkt im Moment vorherrschen. Und weil es, also am Markt, wird anders gehandelt als das, was sie in Langfristverträgen haben. Und diese Langfristverträge sorgen noch dafür, dass Deutschland im Moment stabil ist. Und wenn jetzt auf einmal Russland kein Gas mehr liefert, na ja, was müssen die dann machen? Dann müssen sie an genau diesem Markt einkaufen. Meine Damen und Herren, es ist völlig richtig, dass wir ein Instrument finden, das dazu hilft. Wenn das nicht die Gasumlage ist, können wir gerne über andere Instrumente sprechen. Aber dass wir jetzt auf einmal 38 Milliarden aus dem Bundeshaushalt einfach mal so aufnehmen,
Und es werden stündlich mehr, sagen Sie selber. Ja, wenn wir einfach mal so die Schuldenbremse in einer Inflationszeit abschaffen, das ist Wahnsinn. Und dass Ihre ökonomische Intelligenz völlig zu überfordern scheint, das ist ein wirkliches Problem. Ich glaube, meine Damen und Herren, und ich glaube, das müssen wir schnell tun. Wir brauchen einen gemeinsamen Konsens darüber, wie wir mit den Märkten, wie wir mit dem Energiemarkt umgehen. Wir müssen auch die Unternehmen retten und den Unternehmen helfen. Und es ist auch richtig, dass wir da schon als Regierung viel getan haben. Wir müssen auch die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Aber Gaspreisdeckel vorzuschlagen, in eine Merit Order einzugreifen, vor der Sie die Effekte selber nicht kennen, meine Damen und Herren, ich erwarte mir mehr von der Union. Ich erwarte mir sehr viel mehr von einer Partei, die für sich die soziale Marktwirtschaft einfordert. Und ich erwarte mir auch als Oppositionsfraktion sehr viel mehr konstruktive Kritik mit Vorschlägen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach absolut absurd, sich hier hinzustellen und zu sagen, ja, eine Finanzierung lassen wir offen, wir stellen mal die Schuldenbremse in Frage, aber wir weiten die Inflation aus, aber das Instrument mögen wir trotzdem nicht. Ja, meine Damen und Herren, das ist doch keine konstruktive Kritik. Das ist meiner Meinung nach das Eingeständnis, nicht genau zu wissen, was man will und sich nicht ganz so sicher zu sein, wie der Markt funktioniert. Ich glaube, dass wir genau an der richtigen Stelle darüber diskutieren, wie wir die Gasumlage besser machen können. Und ich glaube auch, dass wir genau an der richtigen Stelle, nämlich hier darüber diskutieren, wie wir dieses Land über diese wahrliche Krise bringen, aber nicht, indem wir die Inflation noch weiter anheizen und weitere Schulden ausnehmen und die Geldmenge weiter ausweiten, sondern dadurch, dass wir vernünftige, angebotsorientierte Wirtschaftspolitik machen. Auf dem Weg sind wir, und dafür danke ich der Regierung ganz herzlich. Das Wort hat der Kollege Jens Spahn für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Frage, wie wir unabhängig werden von russischen Gaslieferungen, ob ein Unternehmen, ein Gasversorger wie Uniper mit Milliarden gestützt wird, wie die Gasumlage weitergeht, das beschäftigt Millionen Menschen und das bewegt viele Milliarden. Da stellen sich Fragen, Fragen, die wir heute im Ausschuss gestellt haben, Fragen, die wir in der Fragestunde, Herr Kollege Moors, genau in diesem Zusammenhang gestellt haben, Fragen, die aber nicht beantwortet worden sind. Und lieber Herr Minister Habeck, anstatt die Opposition zu beschimpfen, hätten Sie lieber gerade ein paar Antworten auf diese Fragen geben können. Da kommen nicht Abgeordnete aus den Kammern, das ist gelebte parlamentarische Demokratie, wenn Fragen wie diese hier diskutiert werden. Und Fragen, die die Wirklichkeit stellt, kann ich Ihnen sagen. Wir werden ab dem 1. Oktober 2022 den Gaspreis aufgrund gesetzlicher Vorgaben anheben müssen. Das ist konkrete Wirklichkeit, wo sich Fragen stellen, nämlich Briefe, die die Bürgerinnen und Bürger gerade bekommen. 20 Millionen Gaskunden. Die Gasumlage wird konkret. Nur leider ist nichts geklärt. Nichts ist klar. Man kommt ja kaum noch hinterher. Die anfänglichen handwerklichen Fehler, wer zahlt was? Mehrwertsteuer, ja oder nein? Unternehmen mit Milliardengewinnen, die auch profitieren sollen, Umverteilung von unten nach oben. Anpassungen an die Regelung werden vor Wochen angekündigt. Heute werden welche in die Ressortabstimmung gegeben, während der zuständige Minister gleichzeitig finanzverfassungsrechtliche Zweifel hat. Und die FDP ist ja der letzte Fan der Umlage. Die anderen Koalitionäre stellen sie auch schon in Frage. Die Bürgerinnen und Bürger zahlen gerade ab dem 1. Oktober in 10 Tagen eine Umlage, bei der wieder klar ist, wer, wofür, für wen zahlt und ob sie überhaupt kommt. Und das ist Chaos pur in einer Zeit, wo es Sicherheit und Planbarkeit bräuchte. Und auch zur Uniper-Rettung, die ja auf den ersten Blick konsequent ist, stellen wir zumindest mal Fragen, die wir auch hier stellen. Um wie viele Milliarden handelt es sich denn bei welchen Instrumenten für Uniper? Warum beteiligt sich der finnische Staat als Miteigentümer nicht stärker? Ist diese Bundesregierung nun Eigentümer von Kernkraftwerken in Schweden und Kohlekraftwerken in Russland? Und wenn ja, warum betreiben Sie in anderen Ländern dann, was Sie im eigenen Land nicht ans Netz kriegen und am Netz halten wollen? Denn wenn wir, Herr Minister, wenn wir die Fragen uns anschauen, die Fragen, die die Wirklichkeit stellt,
Die Frage, die die Wirklichkeit stellt, ist nämlich die, wo kommt der Strom, wo kommt die Energie her? Und in einer Zeit eines Angebotsschocks geht es darum, jedes Angebot, jede Möglichkeit zu nutzen. Ich kann Ihnen sagen, welche Fragen die Wirklichkeit stellt. Warum sind 7 Monate nach Kriegsbeginn nur 2 Kohlekraftwerke bisher zusätzlich am Netz? Das ist eine Frage, die die Wirklichkeit stellt. Ich kann Ihnen noch eine Frage stellen, die die Wirklichkeit stellt. Warum sind 7 Monate nach Kriegsbeginn, nachdem wir das hier zur Abstimmung gestellt haben, Sie es abgelehnt haben, Sie im Sommer angekündigt haben, jetzt erst Vorschläge vorliegen, wie man es vielleicht mal regelt, 7 Monate später die Biogasmöglichkeiten, die wir im Land haben für mehr Erzeugung, immer noch nicht am Netz? Das ist die Frage, die die Wirklichkeit stellt. Und ja, die Frage, die die Wirklichkeit auch stellt, ist die, warum mitten im Winter, in einer Energiekrise, wo die Strompreise auf Rekordniveau sind und wir die Frage, haben wir genug Energie im Land, sich stellt. Eine Frage, die die Wirklichkeit stellt, ist, warum lassen wir 3 sichere und verlässliche Kernkraftwerke nicht weiterlaufen? Das sind die Fragen, die Sie stellen und die Sie hier nicht beantwortet haben. Die Sie hier nicht beantwortet haben. Und dann gibt es noch eine sehr entscheidende Frage, die die Wirklichkeit stellt, nämlich die, was eigentlich in der Regierung los ist. Das alles wäre ja in normalen Zeiten ganz unterhaltsam, was da passiert. Der Finanzminister und der Wirtschaftsminister sind im täglichen Streit miteinander. Schuldenbremse, Weiterlaufen der Kernkraftwerke, Gasumlage, ja oder nein, finanzverfassungsrechtliche Zweifel, ja oder nein. In normalen Zeiten wäre das vielleicht unterhaltsam. Wir sind aber in einer der schwersten Krisen unseres Landes. Viele Bürgerinnen und Bürger, Millionen sind verunsichert. Die Heizperiode beginnt spätestens am 1. Oktober. Sie fragen sich, was sie erwartet, welche Kosten auf sie zukommen. Und das gilt auch für viele Unternehmen im Land. Und in einer Zeit wie dieser kriegen wir nicht Führung, Einigkeit, ein beherztes Handeln, sondern täglichen Streit zwischen Finanz- und Wirtschaftsminister, sekundiert von FDP und Grünen unter Anfeuerung der SPD. Was dieses Land braucht, und das ist die Frage der Wirklichkeit, die sich stellt, ist eine Regierung, die das Nötige tut, die geeint handelt, die in Zeiten der Unsicherheit nicht noch täglich zusätzliche Verunsicherung schafft. Das ist die Frage, die die Wirklichkeit stellt. Die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Falko Moors das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren und Herr Kollege Spahn, eine Frage, die sich die Wirklichkeit stellt, ist, wie eigentlich jemand wie Sie mit Ihrer Leistungsbilanz in der Regierung, in der letzten großen Krise dieses Landes, den Mund hier so voll nehmen kann. Das ist eine Frage, die sich die Wirklichkeit stellt. Und eine weitere Frage, die sich ja die Wirklichkeit stellt, und Herr Merz, manche Aussagen altern ja schlecht im Laufe der Zeit. Anfang März, am 10. März, haben Sie gefordert, dass wir ein Embargo auf russisches Gas aussprechen sollen. Das war Ihre Forderung aus Anfang März. Ihr Kollege Kiesewetter hat im gleichen Atemzug gefordert, dann müsste doch das Land einfach mal den Gürtel enger schnallen. Das ist die Frage, die sich heute die Wirklichkeit stellt. Was wäre denn passiert, wenn wir Ihnen gefolgt wären? Was wäre denn passiert mit den Gasspeichern in diesem Land? Was wäre denn mit der industriellen Substanz in diesem Land passiert, zu einem Zeitpunkt, wo wir deutlich abhängiger waren von russischem Gas, als wir es heute sind? Denn diese Bundesregierung mit dem Bundeskanzler und dem Bundeswirtschaftsminister haben seit Ende des letzten Jahres, noch bevor der russische Angriffskrieg erfolgt ist, angefangen, sich auf einen Weg der Unabhängigkeit von russischer Energie zu machen. Weil doch völlig klar war, dass das, was Peter Altmaier zugelassen hat, dass sich nämlich die Gasspeicher leeren, dass wir hier in dieser Abhängigkeit drin sind, das hat Ihr Wirtschafts- und Energieminister zugelassen, während diese Bundesregierung als eine der ersten Maßnahmen eingeleitet hat, dass wir unabhängiger werden von russischer Energie. Das ist doch die Frage, die sich die Wirklichkeit stellt, warum Sie das zugelassen haben und diese Bundesregierung seit dem ersten Tag genau dagegen anarbeiten musste. Und wir sehen doch, dass Putin genau mit dieser Vorbereitung, die Gasspeicher leerlaufen zu lassen, von Anfang an noch einen hybriden Krieg geführt hat. Einen hybriden Krieg, in dem Gas, in dem Energie eine Waffe gegen den Westen, gegen die Demokratie war.
Und da ist doch genau das Gleiche, was uns klar sein muss. Genauso wie in der Ukraine gilt, gilt auch in dieser hybriden Kriegsform, Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Und deswegen ist es auch unsere Verantwortung, dass wir das Land stabilisieren, dass wir den Haushalten über Preisdeckel eine Verlässlichkeit über den Winter anbieten, dass wir dazu kommen. Und das ist ja ein bisschen absurd, dass Sie mit dieser Frage über die Gasumlage hier eigentlich die viel breiter gefasste Aktuelle Stunde zu der Frage von Bezahlbarkeit und industrieller Substanz ja hier verdrängt haben. Das wäre doch eigentlich die Frage gewesen, über die wir hier in aller Breite hätten diskutieren müssen. Wie denn tatsächlich Sicherheit dafür organisiert wird, dass die Menschen neben der Frage, Gas zu haben, also Versorgungssicherheit, auch eine Bezahlbarkeit sichergestellt werden kann. Wie wir genau dazu kommen, dass wir über eine Preisdeckelung, eine Preisbremse, über einen Grundtarif es schaffen, dass eben Sparanreize geschaffen, aber gleichzeitig Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit garantiert werden können. Wie wir es doch genau hinbekommen, dass wir, und es wurde heute Morgen in beiden Ausschüssen sehr ausführlich diskutiert, wie wir es eben hinbekommen, dass wir den Unternehmen ein Unterstützungsprogramm anbieten, was eben nicht mehr von der Definition, bin ich auf einer Kübelliste, bin ich energie- und handelsintensiv ausgeht, sondern bin ich betroffen. Das ist doch die entscheidende Frage, die viele Unternehmen im Mittelstand, im Handwerk gerade umtreibt. Kann ich mich darauf verlassen, unterstützt zu werden? Und da haben wir heute Morgen eine klare Antwort drauf gegeben, ja. Die Unternehmen können sich genau darauf verlassen. Und diese Frage hier im Plenum zu debattieren, haben Sie mit Ihrem lächerlichen Polittheater leider hier verdrängt. Aber Sie kriegen die Antworten trotzdem. Und ich hätte mir in der Tat einfach von Ihnen wirklich mehr konstruktiven Umgang und auch staatspolitischer Verantwortung gewünscht, sowohl Herr Merz als auch Herr Spahn. Wie Sie mit Ihrem Ministerpräsidenten der CSU in Bayern in die Debatte einsteigen, wie wir eigentlich dieses Land entlasten, ist doch an Absurdität nicht zu übertreffen. Da sage ich mal ganz deutlich, mit dem Blick auch auf Niedersachsen, mit Stefan Weil, der gesagt hat, er ist bereit, 1 Milliarde Euro in die Hand zu nehmen als Land Niedersachsen, um eben die Unternehmen zu stabilisieren, um eben Nachfolgelösungen für 9-Euro-Ticket zu finanzieren, um einen Härtefallfonds für die Stadtwerke und die kommunalen Einrichtungen zu organisieren. Das ist doch verantwortliche Politik in einer Krisensituation. Und sich nicht hinzustellen und zu sagen, mit mir hat keiner geredet, ich bin nicht bereit dazu, das ist nun wirklich keine staatspolitische Verantwortung. Und ehrlicherweise hätte ich von Ihnen mehr erwartet. Vielleicht aber auch ist es eine Frage, die sich die Wirklichkeit stellt. Man darf es von der Union in diesen Tagen eben nicht mehr erwarten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir als Koalition, wir als Bundesregierung nehmen vom ersten Tag die Frage der energiepolitischen Unabhängigkeit, der Versorgungssicherheit, der Bezahlbarkeit für dieses Land, für die Menschen und für die Unternehmen ernst. Das ist eine der Kernaufgaben seit unserem Amtsantritt. Diesen Aufgaben fühlen wir uns weiter verpflichtet. Da werden wir uns von Ihnen nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wir arbeiten daran. Die Antworten liegen zum Teil auf dem Tisch. Die anderen Antworten arbeiten wir sauber aus. Dafür freue ich mich, wenn Sie irgendwann mal auf Ihren konstruktiven Weg zurückkommen. Wir werden daran weiterarbeiten. Vielen herzlichen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Dieter Janitschek das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, zum Anfang dieser Debatte darf ich feststellen, dass die Union den heiligen Gral der Schuldenbremse heute endgültig geopfert hat. Das ist die absolute Konsequenz ihrer politischen Forderungen. Industriestrompreis 4 Cent haben wir heute schon gehört, die Gasumlage aus Steuermitteln. Ich kann mich auch noch als Anträgen von Ihnen erinnern, wo Sie die Energiesteuern auf ein Mindestmaß senken wollen. Ich will das gar nicht alles zusammenrechnen, da ist die Linkspartei solider als Sie in den Forderungen. Aber ich will auch ein Lob damit verbinden. Ich halte es nämlich für verantwortungsvoll, in dieser Krise zu sagen, wir müssen jetzt den finanziellen Spielraum des Staates erweitern, um Unternehmen und betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu helfen. Das müssen wir. Jetzt darf man Sie aber auch nicht aus der Verantwortung nehmen, was Sie in der Vergangenheit geleistet haben. Schauen Sie mal, ich schaue gar nicht auf 16 Jahre, vielleicht sogar auf einen Zeitraum, den Sie in dem Recherchemagazin Korrektiv.org nachlesen können. Die Verflechtungen von Unionspolitikern
auch Markus Söder, mit den großen russischhörigen Gasimporteuren, mit dieser Politik, die Sie zu verantworten haben, uns in diese Krise hineingetrieben zu haben. Diese große Abhängigkeit von russischem Gas ist auch eine Abhängigkeit, die die Union erzeugt hat. Und das verbunden mit einem historischen Versagen beim Ausbau der erneuerbaren Energien über Jahrzehnte. Hätten wir heute schon einen großen Ausbau auf den Weg gebracht, hätten wir Energieeinspeicherung, hätten wir Speichermöglichkeiten geschaffen, hätten wir diese Krisensituation heute nicht. Auch das müssen Sie zur Kenntnis nehmen, und wir werden Sie aus dieser Verantwortung nicht entlassen. Gleichzeitig gibt es kein Ministerium, seit ich mich im Bundestag erinnern kann, dass jemals so viele Gesetze auf den Weg gebracht hat, so viel Handeln geschafft hat, wie dieses Bundeswirtschaftsministerium. Allein in dieser Woche die Verstaatlichung zu Uniper, übrigens für einen Preis, der für den Staat, günstig ist das falsche Wort, aber auf jeden Fall nicht teurer ist, als er hätte sein können. Die Treuhandlösung jetzt auch für Rosneft. Die Fragen auch, die wir jetzt klären müssen im Strommarkt, dass wir auf der Energieministerkonferenz eine schwierige Aufgabe zu lösen haben, nämlich einen Eingriff in den Markt zu tätigen, um die Preise runterzukriegen. Die Hauptaufgabe der Politik ist es nämlich, die Preise runterzukriegen. Und daran arbeiten wir sehr intensiv durch den Ausbau der LNG-Terminals beispielsweise, durch Maßnahmen im Marktdesign und ich hoffe auch durch einen gemeinsamen europäischen Einkauf bei Gas in der Zukunft, denn auch das würde uns helfen. Ganz wesentlich ist jetzt aber auch, dass wir ganz genau hinschauen auf die Betroffenen in den Betrieben. Das sind nicht nur die Bäckereien, das sind Gießereien, das sind Lackierereien, das sind auch Metzgereien, das sind viele kleine, auch mittlere, manchmal auch größere Betriebe, die sehr stark zu leiden haben unter diesen horrenden Energiekosten. Und deswegen ist es notwendig und richtig, dass Bundesminister Habeck jetzt auch einen Vorschlag unterbreitet für eine Ausweitung des Energiekostendämpfungsprogramms auf alle energieintensiven Betriebe, auch eine Extrastufe für kleine und mittlere Unternehmen einführt, damit wir hier gezielt Hilfe schaffen. Aber ich sage Ihnen auch ganz deutlich, das Versprechen, was Sie ja versuchen abzugeben, und in Bayern ist das ja besonders explizit ausgelegt, es gibt ja kein Land, das so stark abhängig ist vom russischen Gas und Öl wie Bayern, aus eigener Verantwortung, das so viel Verantwortung abschiebt, wie das der bayerische Ministerpräsident tut. Die Folgerung muss aber jetzt sein, dass wir auch nicht versprechen können, wir können alle Kosten abfedern. Das können wir nicht. Es wird Verluste geben. Wir werden in eine rezessive Phase kommen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber es gibt dann eben auch das Licht am Ende des Tunnels. Und das heißt, wir investieren jetzt in Energieeffizienz. Wir investieren jetzt in die Carbon Contracts for Difference. Wir geben jetzt die Sparanreize. Wir sind auch dankbar der Industrie, dass sie bereits über 20-30% an Gas eingespart hat. Das muss jetzt auch für die Haushalte gelten. Also wir haben eine schwierige Zeit, wir haben eine Krise, und so sollten wir auch mit ihr umgehen. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch kurz etwas berichten. Ich hatte vor 3 Wochen die Gelegenheit, ein ganzes Wochenende zu verbringen mit 7 Abgeordneten aus der Ukraine. Und die Herausforderungen dort, jenseits des Krieges, der schrecklich ist und jeden Tag beschäftigt, sind ja auch ökonomisch. -30-50% Wirtschaftswachstum in Anführungszeichen. Die Heiztemperatur in Kiew ist garantiert bei 12, wenn überhaupt das Gas da ist. In Kharkiv ist gar nichts garantiert. Ja. Das sind auch Verhältnismäßigkeiten, die wir uns immer wieder angucken müssen. Wir tun alles, was wir können hier im Land. Aber es bleibt richtig, die Sanktionen gegen Russland, es bleibt richtig, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu liefern, es bleibt richtig, gemeinsam europäisch zu handeln. Darauf kommt es jetzt an in dieser Krise. Und deswegen bitte ich Sie auch, dass wir gemeinsam handeln in dieser Krise und uns nicht spalten lassen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Reinhard Huben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, welche Debatte wir hier eigentlich hätten führen sollen. Pleitewelle verhindern, wirtschaftliche und industrielle Substanz in ganz Deutschland erhalten. Das war der Ursprungstext für Ihre Aktuelle Stunde. Am Freitag werden Sie noch einen entsprechenden Antrag, wenn Sie nicht kurzfristig wieder ändern, einbringen, Bürgern und Unternehmen eine energiepolitische Perspektive geben, Preise unter Kontrolle bringen, Insolvenzwelle verhindern.
eine ganze Menge Wellen. Vielleicht machen Sie auch mal was zur Donauwelle. Aber Spaß beiseite, meine Damen und Herren. Wenn ich jetzt Ihre Beiträge gehört habe aus der Unionsfraktion, muss ich Sie fragen, meinen Sie das eigentlich ernst, was Sie eigentlich in diesen beiden Aktuellen Stunden mit uns hier debattieren wollen? Meinen Sie das wirklich im Ernst? Die Menschen sind in Sorge. Sie haben wirklich Sorgen, die Menschen in Deutschland. Und dann wird hier eine solche Debatte losgetreten. Ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Sie haben am 24.02. Sie haben am 24.02. zugesagt, bei bestimmten Fragen die Regierung zu unterstützen. Wir begrüßen das bei den Fragen der Verteidigung, der Freiheit in der Ukraine und insgesamt in Europa. Aber dazu gehört natürlich auch, meine Damen und Herren, dass wir die Heimat, das Land weiterhin im Auge behalten. Und dazu gehört natürlich die ganz entscheidende Aufgabe, Energiesicherheit in Deutschland herzustellen. Und Herr Spahn, Sie haben ja eine ganze Menge Fragen gestellt. Vielleicht kann Herr Lenz das ja, der ist ja noch mal dran, erklären. Herr Spahn, Sie haben viele Fragen gestellt. Der Minister war eine Stunde bei uns im Wirtschaftsausschuss. Nach meiner Kenntnis war er auch im Ausschuss Klima und Energie. Herr Spahn, ich habe Sie im Wirtschaftsausschuss vermisst. Ihre Kolleginnen und Kollegen haben dort einige Fragen gestellt, die auch beantwortet worden sind. Es wären vielleicht manche Fragen nicht nötig gewesen, wenn Sie sich wirklich informiert hätten. Und, meine Damen und Herren, die Ampelkoalition hat ja nun wirklich nicht das schwere Erbe einer fatalen Energieabhängigkeit von Russland gerne geerbt. Aber nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wir neben den schon beschlossenen Paketen, 95 Milliarden, weiterhin uns darum kümmern, dass wir eben Gas bekommen. Und dazu gehört dann leider auch in diesem Zusammenhang die Frage, wie man mit Uniper umgeht. Und Sie alle gehen zu Veranstaltungen, wo regionale Energieversorger auf uns Politik zukommen, auf Sie auch, und sagen, ihr dürft Uniper nicht kaputt gehen lassen. Mein regionaler Energieversorger, die Rheinenergie Köln, sagt, wenn Uniper kaputt geht, haben wir einen Schaden mindestens von 300 Millionen Euro. Was ist das denn für ein Popanz, den Sie hier aufbauen? Nein, ich baue keinen Popanz auf, es scheint Sie ja zu stören, Herr Merz. Ich kann ja den Kollegen Falko Moers noch mal mit Ihren Formulierungen zum Thema Nord Stream 1 wiederholen. Das brauchen wir doch nicht. Ich halte Sie für intelligent genug, dass Sie wissen, dass Sie damals nicht das Richtige gesagt haben. Also tun Sie doch nicht so. Und wie Sie wissen genau, meine Damen und Herren, wenn Uniper fällt und in Insolvenz geht, werden wir Probleme haben mit der Gasversorgung, weil dann sämtliche Verträge, die Uniper abgeschlossen hat, nicht mehr faktisch umsetzbar sind. Und deswegen ist es sinnvoll, das zu tun. Und glauben Sie mir als FDPler, ich freue mich auch nicht darüber, dass wir nun ein Unternehmen verstaatlichen. Und ich freue mich auch nicht darüber, dass wir Atomkraftwerke in Schweden nur auf einmal im Portfolio haben. Sie könnten ja mal den Minister fragen, ob er denn Uniper bekommen hätte ohne die AKWs. Ich halte das für eine relativ irrige Frage. Und, meine Damen und Herren, dann kommt die Debatte, die wir führen müssen, wie finanzieren wir es. Und ich kann nur feststellen für die Ampelkoalition, dass man sich an dem Wochenende, wo man 22 Stunden debattiert hat, sich beraten hat, dass man auseinandergegangen ist, dass eine Gasumlage eingeführt ist. Das ist für uns zumindest Grundlage der Debatte. Und deswegen sind wir gespannt auf vernünftige Lösungen, die der Wirtschaftsminister einbringen wird. Und eine letzte Bemerkung. Wir haben auch ein Problem mit dem Strom. Und deswegen sollten wir ernsthaft überlegen, die drei AKWs, die wir noch haben, über den 31.12. laufen zu lassen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Andreas Lenz für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, am Ende, Herr Huhm, haben Sie die Kurve ja noch mal gekriegt. Aber was ja auch klar ist, die Gasumlage
ist Murks. Und das müsste doch spätestens jetzt nach Ende der oder zum Ende der Debatte allen hier klar geworden sein. Und das und nicht mehr wollen wir hier betonen. Wir wollen aber auch nicht weniger betonen. Und bei der Frage der Rettung Unipers, da gibt es ja keinen Dissens. Es gibt aber bei der Frage zum Weg dorthin durchaus einen Dissens. Und den werden wir auch hier entsprechend diskutieren. Und wir lassen es Ihnen nicht durchgehen, dass jetzt die Ampel hier das Ampelchaos zur Strategie erklärt. Das wird so nicht funktionieren. Es ist so, dass die Gasumlage einseitig Verbraucher belastet, insbesondere die Unternehmen, das Handwerk und den Mittelstand. Sie war ein Schnellschuss, der weder sozial gerecht ist, noch durchdacht, noch sinnig konstruiert ist. Morgen können Sie entsprechend einen Antrag von uns zustimmen. Wir fordern Sie auf, letzten Endes dieses vermurkste Gesetz vom Tisch zu nehmen. Wie viele Unstimmigkeiten es gibt, das zeigte doch auch die letzte Sonderausschusssitzung in der letzten Woche. Da gab es keine Antworten auf sehr, sehr viele Fragen. Was ist beispielsweise die Berechnungsgrundlage der Gasumlage? Wir wissen nicht, wie sich die 2,3 Cent pro Kilowattstunde zusammensetzen. Das bleibt ein Rätsel. Übrigens ist 2,4 Cent, das ist fast genauso viel wie der Gaspreis in den USA momentan betragen. Und es beträgt übrigens für einen Familienhaushalt 600 Euro im Jahr. Ist es klug, auf der einen Seite zu belasten und auf der anderen Seite dann zu versuchen, Verbraucher, aber keine Unternehmen, die Umsatzsteuer auf Gas zu senken? Wie kann man Trittbrettfahrer zum Verhindern, also den Fakt, dass Unternehmen die Gasumlage bekommen, die sie gar nicht brauchen? Keine Antwort im Ausschuss. In der ersten Fassung wäre die Gasumlage insgesamt 12 Unternehmen ausbezahlt worden, zwei Unternehmen mit Rekordgewinnen. Das ist doch Wahnsinn. Wie wollen Sie die Systemrelevanz der Unternehmen definieren für die Unternehmen, die die Gasumlage bekommen? Keine Antwort. Werden außer Uniper noch andere Unternehmen, und das ist ja ein relevanter Punkt, die Gasumlage brauchen, oder befinden sich schon andere Unternehmen in einer Schieflage, Stichwort VNG? Keine Antwort. Es drängt sich doch der Verdacht auf, dass Sie überhaupt keine Ahnung haben, was Sie hier überhaupt wollen und wie Sie diese Umlage ausgestalten wollen. Und damit werden Sie im Moment Ihrer Verantwortung in keiner Weise gerecht. Und mittlerweile sagt ja auch die FDP und die SPD immer wieder, das ist die Umlage Robert Habecks. Anfangs dieser Woche hieß es noch, Habeck zweifelt selbst an der Gasumlage. Herzlichen Glückwunsch, Herr Habeck. Das machen wir schon lange. Im August meinte Habeck übrigens noch wörtlich, die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes und damit weiter Teile des europäischen Energiemarkts. Diese Umlage ist die gerechtestmöglichste Form, erklärte Habeck damals weiter. Herr Habeck, das ist nach Prüfung der Fakten einfach falsch. Eine Rettung ist auch ohne Umlage möglich und eine andere Form der Rettung ist auch gerechter und auch rechtssicherer. Es ist doch nicht richtig, wenn jetzt die Oma durch ihren Gasverbrauch letzten Endes die Rettung von Uniper bezahlt. Das ist doch Realität. Es stellt sich also die Frage, was bezüglich Uniper übrigens auch die Bundesregierung jetzt weiß, was sie im Juli noch nicht wusste oder noch nicht wissen konnte. Ende Juli wollte der Bund eine Minderheitsbeteiligung von 30%, jetzt de facto eine gesamte Übernahme. Fragen über Fragen. Unternehmen brauchen aber jetzt schnelle Hilfe, keine zusätzliche Gasumlage, die ihnen gerade in der jetzigen Situation noch den Todesstoß bringen könnte. Führen Sie lieber einen Basistarif für Gas ein, wie das beispielsweise die Niederlande in dieser Woche gemacht hat. Stimmen Sie gegen diese Gasumlage. Sie haben jetzt die Gelegenheit dazu. Dann ist das vom Tisch und das ist auch letzten Endes konstruktive Opposition. Wir reichen Ihnen die Hand, ja, nach Lösungen zu suchen. Aber die Gasumlage ist weder sinnig noch durchdacht. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Timon Gremmels für die SPD-Fraktion. So, Herr Spahn ist scheinbar von seinen Pressegesprächen, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Spahn ist scheinbar von seinen Pressetermin zurückgekommen. Wir haben jetzt ja 20 Minuten die Debatte nicht folgen können, die Sie selber hier beantragt haben. Finde ich auch nicht gerade ganz toller Stil. Genauso wenig, Herr Spahn, wie es ein guter Stil ist,
heute Morgen weder im Wirtschaftsausschuss noch im Klimaausschuss zu sein. Da hat sich Herr Habeck nämlich den Fragen gestellt. Und all diese Fragen, die Sie hier am Pult gestellt haben, hat er dort beantwortet. Sie waren aber nicht dabei. Sie waren nicht dabei. Und dann, ich war im Klimaausschuss, Frau Klöckner, selbstverständlich. Ja, sehr schön, aber es geht nicht, dass sich Herr Spahn hier hinstellt und sozusagen eine Nichtinformation beklagt, die heute Morgen gegeben war. Aber warum haben Sie das gemacht, Herr Spahn? Weil im Ausschuss waren keine Kameras. Und warum haben Sie es auch gemacht? Weil die ganze Inszenierung von heute Nachmittag eben nicht funktioniert hätte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist Doppelmoral. Und wissen Sie, Herr Spahn, wer demnächst ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Wir werden einander viel verzeihen müssen«, das haben Sie nicht, diesen Persilschein haben Sie sich selber ausgestellt in der Corona-Krise. Und jetzt sozusagen dieses, was Sie für sich selbst in Anspruch nehmen, anderen, die hart arbeiten, die eine Krise bewältigen, die vermeintlich größer sein wird als die Corona-Krise, eben dieses Kriterium nicht zugutekommen zu lassen, das nenne ich Doppelmoral. Herr Spahn, schämen Sie sich, schämen Sie sich. Und ich sage Ihnen, mir ist es zehnmal lieber, dass sich Robert Habeck dafür sorgt, dass wir hier Gas bekommen, als dass sich die Union um Masken besorgt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, das müssen Sie sich anhören. Das gehört nämlich auch zur Wahrheit dabei. Bei Ihrer Krisenbewältigung ging es doch in erster Linie darum, dass sich die Kollegen die Taschen voll gemacht haben. Ich nenne nur, die Namen nenne ich jetzt hier lieber nicht, die kennen Sie alle selbst. Das war Ihre Art von Krisenbewältigung. Und da ist mir zehnmal lieber, dass wir uns hier um eine ordentliche und eine schnelle Versorgung kümmern von Gas. Und übrigens, warum machen wir denn das? Weil die Schubladen und Konzepte leer waren von Peter Altmaier. Wir hatten doch gar keine gefüllten Speicher. Es gab keine Speicherstrategie. Es war doch alles leer. Er hat zugelassen als Bundeswirtschaftsminister, dass im letzten Jahr die Speicher ausgelaufen sind und nicht nachgefüllt worden. Da gab es eine Ressortverantwortung, und die hieß Peter Altmaier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wo waren denn, die LG-Terminals? LNG-Terminals, auch nicht da. Da mussten wir uns darum kümmern nach Regierungsübernahme, dass die kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen backen Sie doch bitte hier kleine Brötchen und reden Sie von Ihrer eigenen Verantwortung. Wir handeln. Wir handeln. Wir sorgen dafür, dass auch gerade im Osten Deutschlands die Unternehmen eine Perspektive bekommen. Ich bin dem Bundeskanzler Olaf Scholz und Robert Habeck sehr dankbar, dass man jetzt hier einen Weg gefunden hat, mit PCK Schwedt eine Zukunftsperspektive zu geben, eine Standortsicherung, Investitionen in knapp 1 Milliarde Euro Höhe, eine Zukunftssicherung, die wir da auf den Weg gebracht haben. Das sind die Signale, die die Menschen interessieren, dass wir hier den industriellen Wandel gestalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das macht diese Bundesregierung, und das ist auch gut so. Und ich sage Ihnen auch noch mal, Sie fragen nach der Ausstiegsstrategie aus fossilen Energien. Das fragt die Union, was die Ausstiegsstrategie der Bundesregierung aus fossilen Energieträgern ist. Ich sage Ihnen, was unsere Strategie ist. Unsere Strategie ist eine Ausbaustrategie für erneuerbare Energien. Und da haben wir doch viel nachzuholen, weil auch da haben Sie nichts hinbekommen. Sie haben blockiert und gebremst. Ich nenne die Kollegen Pfeiffer, Nüßlein und Co. Sie haben doch den Ausbau der erneuerbaren Energien über Jahre hier gebremst. Wir wären doch sehr viel weiter, wir wären doch sehr viel energieunabhängiger, wenn wir dort nicht die Bremse an der Union hatten. Deswegen, bei all dem, was wir hier diskutieren, und wir haben schwierige Diskussionen, erwarte ich sozusagen von einer Volkspartei wie der Union, dass sie auch ihren gesellschaftlichen Auftrag bei der Bewältigung dieser Krise hilft und hier keinen billigen Populismus abhält, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist mein Wunsch. Ob der Wirklichkeit wird, da haben Sie ja in dieser Woche noch an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeit, dies unter Beweis zu stellen. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Mike Ausendorf das Wort. Ja, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Union hat ja das Thema der Aktuellen Stunde reduziert auf die Frage der Öl- und Gasimporte und die Gasumlage. Da aber diese Fragen ja alle schon umfänglich vom Minister Habeck beantwortet wurden, möchte ich die Gelegenheit nutzen, den Blick mal wieder ein bisschen zu weiten auf die Folgen, auf die Inflation und auf die Maßnahmen, die ergreifen müssen und werden, um Unternehmen in diesem Land über den Winter zu helfen. Zunächst mal sind wir uns einig, der Auslöser für diese Krise ist der russische Angriffskrieg. Daraus reduziert Öl- und Gasknappheit. Wir hatten schon vorher das Problem Fachkräftemangel, abgebrochene Lieferketten. Und das alles zusammen hat zu einem nie dagewesenen Angebotsschock geführt. Das Ganze
mit der fossilen Inflation, wenn wir das mal in Zahlen fassen, geschätzt mindestens eine dreistellige Milliardensumme, die pro Jahr ins Ausland abfließt für die Beschaffung fossiler Energien. Das Geld fehlt hier und das wollen wir langfristig hier rein und durch den Umstieg auf die Erneuerbaren. Das heißt nämlich auch gleichzeitig 100 Milliarden oder mehr Wertschöpfung hier im Land und für uns in der Politik. Ich möchte auch noch mal darauf kommen, auf das oft beschworene Gespenst einer Lohnpreisspirale. Das ist nämlich nicht das eigentliche Problem, was droht. Im Gegenteil, wir haben ja die importierte Inflation. Und wenn wir jetzt mit klugen Lohnsteigerungen im unteren Sektor entgegenwirken, dann können wir es schaffen, möglicherweise den drohenden Nachfrageschock abzuwenden. Denn das wäre dann eine weitere Verschärfung der Inflation und der Krise, wenn wir beide Sachen zusammen hätten, Nachfrageschock und Angebotsschock. Das wäre schwer auszuhalten und deswegen müssen wir beides miteinander betrachten. So, wie begegnen wir also jetzt der Krise? Zunächst mal, wenn ich zurückdenke an die Situation vor einigen Monaten, da haben wir noch ernsthafte Sorge gehabt, ob wir überhaupt durch den Winter kommen mit Gas und Strom. Das haben wir jetzt geschafft. Dank Minister Habeck und des ganzen Hauses haben wir jetzt Energiesicherheit, was die Versorgung anbelangt. Dafür zunächst mal obersten Dank. So, wie geht es jetzt weiter? Als nächstes muss höchste Priorität haben, nachdem wir die Versorgungssicherheit geklärt haben, die Energiepreise zu senken. Fangen wir an beim Strom. Hier haben wir die gigantische Aufgabe, die Versäumnisse gerade der CSU aufzuräumen, die insbesondere in Bayern den Ausbau der Stromtrassen boykottiert hat und die Windenergie blockiert hat. So, und dann haben wir noch Sicherheitsprobleme in den von Ihnen so favorisierten Atomkraftwerken. Und da kann man sich einfach nicht darauf verlassen, auf das, was uns die CSU da präsentiert. Da müssen wir andere Wege beschreiten. So, und wenn wir jetzt über Preise reden, die Europäische Kommission arbeitet ja schon an einem Preisdeckel für Strom, der ja blöderweise größtenteils auch aus Gas erzeugt wird. Und da haben wir eben die Kombination Gaspreis und Strompreis. Und diese Kombination müssen wir aufheben. Und daran arbeitet die Kommission. Und das muss möglichst schnell gehen. Zum Thema Gas. Wir haben das Angebot verbessert. Das wird auch im Laufe des Winters noch besser werden durch LNG-Terminals. Und wir stellen fest, dass sowohl Verbraucherinnen als auch die Industrie nennenswerte Einsparungen mit sich bringen. Und auch das hilft uns, über den Winter zu kommen und hilft auch, den Preis zu senken. Schwieriger ist es beim Öl. Hier sind wir vom Weltmarkt abhängig. Hier hilft im Grunde nur Verbrauch senken und das Ganze ohne Ideologie. Wenn wir mal auf das Umweltbundesamt hören, die sehen alleine durch eine systematische Geschwindigkeitsreduktion ein Einsparpotenzial von mehr als 2 Milliarden Litern Kraftstoff jährlich. So, das waren die Preissenkungen. Kommen wir zur zweiten Priorität, nämlich möglichst zielgerichtete Entlastung. Nichtstun ist keine Option. Das würde die Rezession verstärken und da müssen wir gegensteuern. Wir müssen aber auch ehrlich sein und keine falschen Erwartungen wecken. Denn egal, was wir tun, es wird am Ende nie reichen. Kein Entlastungspaket, das wir auf den Weg bringen können, wird am Ende dazu führen, dass alle Verluste ausgeglichen werden. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen und den Menschen auch offen sagen. Es geht darum, existenzielle Versorgung zu sichern und möglichst viele Unternehmen das Überleben zu ermöglichen. So oder so wird es Wohlstandseinbußen und Verluste geben. So, das vorweggenommen. Wir werden in der Bundesregierung zusammen mit den Ministerien und im Parlament verschiedene Wege beraten. Ausweitung des Energiekostendämpfungsprogramms auf alle Branchen ist bereits schon im Gespräch. Natürlich auch da werden immer nur Spitzen weggenommen werden können. Es wird nicht eine komplette Entlastung geben können. Und es ist auch klar, dass möglicherweise zweistellige Milliardenbeträge nicht aus dem normalen Haushalt kommen. Und da ist natürlich der Bundesfinanzminister auch gefragt, Einnahmequellen aufzuzeigen, wie wir das machen können. So, insgesamt sind die Hilfen nämlich eine gesamtstaatliche Aufgabe. Es liegt nicht nur an dem Bundesminister für Wirtschaft, dafür zu sorgen, dass wir Entlastung schaffen, sondern wenn wir uns die Krankenhäuser ankommen, ist auch das Bundesgesundheitsministerium gefragt. Wir alle hören in unseren Wahlkreisen alarmierende Stimmen, die von Kommunen, von Sportvereinen, die ihre Sporthallen nicht mehr betreiben können. Das können wir nur im Schulterschluss mit den Ländern lösen. So, und da komme ich zum Schluss noch mal auf die Union zurück. Sie regieren ja in einigen Bundesländern mit. Das heißt, Sie stehen in einer gesamtstaatlichen Verantwortung. Sie können sich jetzt entscheiden. Sie können weitermachen wie bisher. Fundamentalopposition, das ist einfach. Sie können immer mehr fordern, denn kein Paket wäre groß genug. Und die Gegenfinanzierungsfrage offen lassen, können Sie machen. Aber ich fordere Sie auf. Lassen Sie uns zusammen in gemeinsamer Verantwortung mit den Ländern und allen demokratischen Fraktionen hier im Haus an zielgenauen Lösungen zu arbeiten. Das ist es nämlich, was die Menschen von uns in diesem Land erwarten. Die Aktuelle Stunde ist beendet.